Willkommen zum Quickstart-Guide für Tichonrius aus der Nachtfestung. Falls ihr einen ausführlicheren Guide sucht, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr dann alles Notwendige. Im Kampf werden hin und wieder zufällige Spieler die Aasseuche bekommen. Das ist ein Debuff, der dann sekündlich Schaden verursacht. Von Zeit zu Zeit gibt es dann den Sucherschwarm. Der geht dann vom Boss aus zu eben den Leuten, die Aasseuche haben, in einer geraden Linie. Und wer dazwischen steht, also davon getroffen wird, der bekommt eben auch diesen Aasseuche-Debuff. Beim Festmahl des Blutes bekommt der aktive Tank einen Debuff, der seinen erlittenen Schaden erhöht. Zudem tauchen drei Blubs auf, die dann den markierten Tank eben verfolgen. Wenn sich diese Blubs innerhalb von 30 Metern um den Boss herum befinden, dann heilen sie sich jedes Mal um 700% ihres Nahkampfschadens, wenn sie eben einen Gegner treffen, in dem Fall den Tank. Bei den Echos der Leere verursacht der Boss Schaden am kompletten Raid, es sei denn, ihr stellt euch hinter die Säulen, die auch gleichzeitig auftauchen, dann könnt ihr den Schaden verhindern. Dann gibt es noch eine Zwischenphase, das heißt, der Boss verschwindet dann und alles wird so ein bisschen verschwommen und gleichzeitig tauchen dann Fledermäuse auf. Wenn ihr diese Fledermäuse besiegt, hinterlassen die so eine pinkfarbene Void und wenn ihr da reingeht, dann bekommt ihr einen Buff, der euren Schaden bzw. eure Heilung, je nachdem, ob jetzt Heiler oder D da reinlauft, dann erhöht. Ihr solltet in dieser Phase aufpassen, dass ihr nicht in den grünen Strahl reinlauft, der einmal quer über die Plattform geht und das Ganze endet dann nach einer bestimmten Zeit, egal ob ihr die Fledermäuse tötet oder eben nicht. Wenn wir das erste Mal aus der Zwischenphase kommen, bekommen wir auch neue Adds dazu. Die sollten wir möglichst schnell töten und wenn wir das zweite Mal aus dieser Zwischenphase kommen, dann kommt wiederum eine neue Add-Art dazu. Das heißt, wir haben drei verschiedene Adds, wenn man die Blubs damit reinzieht und die sollte man dann möglichst schnell weit weg vom Boss tanken und eben töten. Ich hoffe, dieser Quick-Start-Guide hat euch geholfen, den Boss ein bisschen zu verstehen. Falls ihr eine ausführlichere Erklärung braucht, dann schaut mal in die Videobeschreibung, wie ich am Anfang schon erwähnt habe. Da gibt es einmal einen Text-Guide und noch einen ausführlicheren Video-Guide. Wenn ihr da noch ein bisschen Erklärungen zur Taktik und so benötigt, ist das vielleicht ganz praktisch. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein.